gut, dass jeder weiß, dass ich Coronavirus heiß. Lass euch husten, lass euch schnupfen. Ja, ich steck euch alle an. Na. Ja, was fällt denn dir ein? Nein, mit dir. Da gehörst du, nein. Du Schlawuzi. Corona muss frei sein, will überall hin. So, ja. Servus, grüßt euch, liebe Bubler und Mädel, da hinter der Scheibe. Wenn man nicht gerade so einen praktischen Käfig für das blöde Corona zur Hand hat wie ich hier in meinem Dr. Kasperl Corona-Labor, dann wisst ihr ja, dann hilft nur eins. Abstand tragen, Maske waschen, Hände halten. Also na, Schmarrer. Wie geht's gleich wieder? Ja, genau. Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Doofe Masken. Bäh! Virus mag keine Masken und so ein Tralala. Pfui! Ja. Also wenn wir ja schon alle geimpft wären, dann wäre das natürlich einsame Spritze. Spitze. Aber solange das nicht geht, da machen wir halt mehr Tests. Damit's nicht weiter heißt, husten, wir haben ein Problem. Und ich mach heute mal keinen Schmarrer, sondern zeig euch, wie so ein Selbsttest richtig geht. Mein Freund Erwin, das Erdmännchen, der hilft mir dabei. Da im Schächterle, da hockt er drin. Das kennt ihr ja bestimmt vom Daheimlernen. So, bevor ihr aber den Corona-Test macht, ist es ganz besonders wichtig, Hände waschen oder desinfizieren nicht vergessen. Erwin, weil du ja Erdmännchen und kein Schmutzfink bist, hast du das bestimmt schon gemacht, oder? Also, es gibt Tests von mehreren Herstellern, aber im Prinzip funktionieren die alle ähnlich. Bei so einem Selbsttest in der Schule ist ja immer ein Erwachsener dabei. Zu so einem Test gehören der Folienbeutel mit dem Test, ein Tupfer in der Verpackung, ein sogenanntes Extraktionsröhrle und ein Spenderkäpsele. Wenn noch was vorbereitet werden muss, dann hilft euch bestimmt ein Erwachsener. Als erstes müsst ihr jetzt gucken, ob der Test noch benutzt werden kann. Das seht ihr am Verfallsdatum. Dann nehmt ihr den Test vorsichtig aus dem Beutel und schaut, ob die Testkassette heile ist. Jetzt geht's richtig los. Aufpassen, wenn ihr den Tupfer entnehmt, am Griff anfassen, nicht an der Seite mit dem Tupfer. Der Wattebollen darf nirgends anders hinkommen. Und jetzt kommt's Beste. Jetzt dürft ihr in der Nase bohren. aber vielleicht nicht mit dem Finger, sondern mit dem Tupfer, gell? Ja, und so funktioniert es. Ihr nehmt ausnahmsweise mit offizieller Dr. Kasperl-Erlaubnis eure Maske ab und neigt den Kopf ein bisschen zurück. Erwin, jetzt nicht niesen, auch wenn's gleich kitzelt, gell? Dann schiebt ihr den Tupfer vorsichtig in das erste Nasenloch. So 2 Zentimeter weit. Und nicht drücken, damit's auch nicht wehtut, gell? Als nächstes dreht ihr den Tupfer 5-mal hin und her gegen die Innenseite der Nase und dabei zählt ihr leise bis 15. Und weil Nasenbohrer so viel Spaß macht, dürft ihr das Ganze beim zweiten Nasenloch nochmal machen. Danach stellt ihr das Stäbchen sicher irgendwo ab. Ja, wichtig ist, das Stäbchen nicht hinlegen. Und zu guter Letzt, genau, Maske wieder auf. Immer, nicht bloß im Fasching. Ihr macht das Röhrchen mit der Flüssigkeit auf und steckt den Wattebaustupfer rein. Das Röhrchen drückt ihr dann zusammen und dreht den Tupfer mehr als 10-mal hin und her, drückt weiter das Röhrchen und zieht dabei den Tupfer vorsichtig raus. Dadurch bleibt möglichst viel von dem Zeug aus eurer Nase in der Flüssigkeit im Röhrchen. Und dann drückt ihr noch das Käpsele auf das Röhrchen. In das runde Feld der Testkassette, die ihr flach hingelegt habt, da gibt's jetzt langsam und nacheinander Tropfen aus dem Röhrchen. Wie viele genau? Das erfahrt ihr in der Gebrauchsanweisung. Meistens sind's 3 oder 4 Tropfen. Alle Materialien bis auf die Testkassette schmeißt ihr jetzt in den Müll, denn die braucht ihr ja nimmer.
Entschuldige, Erwin, jetzt brauche ich kurz Platz da. Jetzt heißt es nämlich 15 Minuten warten, bis das Ergebnis vom Selbsttest da ist. So, die 15 Minuten sind rum, das Ergebnis kann angeschaut werden. Und dabei hilft euch bestimmt wieder ein Erwachsener. Das C steht nicht etwa für Englisch Casper, sondern das heißt Control, wie Kontrolle. Da sollte ein rosa oder roter Streifen erscheinen. Das bedeutet, der Corona-Test hat richtig funktioniert. Wenn beim T, das für Test steht, keine rote Linie erscheint, dann ist alles gut. Ja, ihr habt's wohl kein Coronavirus und der Schultag kann richtig losgehen. Sollte aber auch beim T eine rote Linie erscheinen, dann kann das bedeuten, dass ihr vielleicht ansteckend seid. In dem Fall kümmern sich eure Lehrer und Eltern gleich weiter um euch. Zur Sicherheit eurer Freunde ist es jetzt wichtig, dass ihr abgeholt werdet. Aber macht euch keine Sorgen. Wenn wir uns alle testen, dann können wir uns in der Schule sicher fühlen. Ah, da bist ja wieder, Erwin. Erwin, du bist negativ. Also Corona-negativ meine ich. Aber Maske, Abstand und Händewaschen, das musst du trotzdem alles weitermachen. Denn Corona ist ein Virus. Das heißt, wir alle müssen mitmachen bei den Hygieneregeln, damit es keine Chance hat, uns anzustecken. Also, pfiat die Erwin! Tests mag ich nicht. Nein, nein, ich geht. Ja. Wenn dir Tests nicht gefallen, vielleicht probieren wir es dann einfach einmal mit Impfwörtern, ha? Geh, du Covid-Ziege. Geh doch dahin, wo der Pfitzer wächst. Keiner und nichts hält mich auf. Doch. Liebe Bubele und Mädele, so ein Coronavirus kann man mit den richtigen Mitteln schon in Schach halten. Weil keiner und nichts hält mich auf, die am Ende auf den Mond zum Schießen. Und zack. Pfiat's euch, Servus!